Ein Rückblick auf über 30 Jahre kreative Aktionen in Gießen. Ich komme zu dem fraglos spannendsten Fall, den 14. Mai 2006, die sogenannte Federball-Affäre. Hauptdarsteller ist Volker Bouffier, damals Innenminister. Und der wohnt ja in Gießen, im Altenfelsweg, ziemlich in der Nähe von der Mensa. Und der war ziemlich angenervt. Wir wissen heute über diese Vorgänge sehr viel. Ihr müsst euch aber vorstellen, dass wir davon nichts wussten. Dieser ganze absurde Vorgang des 14.05.2006 wurde etliche Jahre später vom Landeskriminalamt komplett nachgestellt. Die haben dann wirklich die ganzen Festplatten sich besorgt vom Polizeipräsidium Mittelhessen und haben das Gesamte nachvollzogen, was damals abgegangen ist. Wer sich das mal in Langform angucken will, unter dem Titel Fiese Tricks von Polizei und Justiz, gibt es diese Story in Lang. Was erst Jahre später herausfand, war, dass es ein Vorbereitungstreffen im Innenministerium in Wiesbaden gab, worüber es keine Aufzeichnungen gab und irgendjemand dann später aus dem Gedächtnis heraus aufgeschrieben hat, wer so dabei war, Landespolizeipräsident, der Inspekteur, das ist die Verbindungsperson Innenministerium Polizei. Das ist übrigens der Münch, der jetzt Chef des Bundeskriminalamtes ist. Und die ganzen Größen aus Mittelhessen und die Spitzen vom Staatsschutz und sowas in Hessen. Ziel? Mich verschwinden zu lassen. Ist aus den Protokollen ganz klar der Auftrag, es sollte eine Strategie entwickelt werden, wie ich verschwinde. Und dazu hatten sie eine gewisse Strategie dann, die ich jetzt im Detail, wer es eben genauer sehen will, guckt sich das Fiese Tricks von Polizei an. Jedenfalls, die Grundidee war, sie reizen uns zu einer Aktion, die hoch strafbewehrt ist, vielleicht kann man die auch noch ein bisschen aufbauschen, wie auch immer, durch eine illegale Repressionsmaßnahme. Und dann sollen wir beobachtet werden, damit sie endlich mal Beweismittel hatten. Weil es gab ja damals auch in Mittelhessen schon jede Menge, auch militante Attacken, wo sie nie herausgefunden haben, wer das war. Also bis heute, diese ganzen 647% im Jahr 2003 und sowas. Das ist ein Debakel für die Gießener Polizei. Die haben zwar immer geschrieben, dass das wohl dieses Kreativaktivistinnenumfeld war, aber es nützte ihnen ja nichts, weil sie das nie richtig nachweisen konnten. Und deshalb bauten sie jetzt eine Art Falle auf. Und rund um die Projektwerkstatt, das ist so ein abendliches Foto aus Sarsen von hinterher, wo wir das dann mitgekriegt hatten. Da stand zum Beispiel so ein Firmenauto, hier hinten ist die Projektwerkstatt und das war halt mit der entsprechenden Überwachungstechnik. Du kannst in so einem Dorf ja keine Leute da reinsetzen. Hier ist dann die Überwachungstechnik und wird per Funk ins Nachbardorf geschickt, wo dann die Leute in den Wägen sitzen und das alles überwachen. Hier ist so eines der verschiedenen Protokolle, die bei dieser LKA-Nachstellung dann da so rausgekommen sind. Und da sieht man halt, wie das so drin steht. Ziel der Observation ist die beweiskräftige Festnahme der Zielperson während einer relevanten Straftat. Taktische Vorgabe, Tarnung vor Wirkung. Also es sollte nicht die Straftat verhindert werden, sondern sie sollte stattfinden und dann weg. Überwachungsmaßnahmen. Es wurden überall diese Überwachungen gemacht. Auch bei Bouffier hatte ja noch so eine Kanzlei hier in Gießen mit der Ziel der Festnahme von eventuellen Tätern. Und sie wussten auch schon, wer der Täter ist, obwohl die Straftat noch gar nicht stattgefunden haben. Also Minority Report in Echtzeit. Also die Geschichte spielt auf mehreren Orten. Das ist halt sehr witzig, weil wir machen in dieser Nacht tatsächlich was. Und zwar fahren wir nach Gießen auf das Gerichtsgelände an diesen Ort, wo wir schon mal waren. Ist auch das gleiche Foto, langweiligerweise, vor der Staatsanwaltschaft. Spannen zwischen diesen Pfosten dort ein Band und spielen Federball, deshalb die Federballarchiv. Was war der Hintergrund? Ab und zu machen wir auch einfach nur so klamaukige Aktionen. Wir reizen die Polizei, die kommt, weil damals war das alles total hochgeputscht, mit einem riesen Aufgebot. Und dann verteilen wir Container des Hanuta oder sonst was an die, kriegen Platzverweise und fahren nach Hause. In der Regel fahren wir nicht jetzt von Sarsen aus deswegen nach Gießen, sondern wir machen das, wenn wir sowieso da sind. So war es da. Und dann haben wir da nachts Federball gespielt. Aber diese Nacht entwickelte sich sehr merkwürdig für alle Seiten. Die gingen ja davon aus, dass wir nach Gießen gefahren sind, um das zu machen, worauf sie ja gehofft hatten, was weiß ich, irgendwas anzünden oder so. Und wir gingen davon aus, dass die Polizei wiederkommt und wir ein bisschen Spaß mit denen hatten. Beide waren irritiert, weil die beobachteten uns beim Federballspielen und dachten sich, was ist das für eine Aktionsvorbereitung? Und wir beobachteten, will ich jetzt hier nicht im Einzelnen vorlesen, ganz viele solche Vermerke gibt es dann so in den Akten, wo Polizeiautos vorbeifahren, die uns sehen, das durchgeben und dann von der Führung gesagt werden, haut schnell ab. Die waren selber etwas verwirrt, aber es wurden immer alle weggeschickt. Niemand sollte mit uns in Kontakt kommen, damit, falls wir was vorhatten, wir unsere Aktion nicht abbrechen. So gibt es ganz viele Vermerke der Polizei. Wir müssen das also jetzt gar nicht mit unseren Erzählungen belegen. Jedenfalls ist zu sehen, dass wir dort zwischen 1.47 Uhr und 2.45 Uhr Federball spielen.
Wir wechseln ab und zu mal den Ort. Wir gehen auch einmal vor den Knast, weil da sind ja auf jeden Fall immer Leute. Das ist ja das Desaster des Knastes. Und um 2.47 Uhr beschreibt eine Streife, dass wir den Ort verlassen. In der Tat, wir sind völlig frustriert, dass überhaupt kein Spaß war diese Nacht. Wir haben ja keinerlei Ahnung, dass wir hoch bewacht sind die ganze Zeit. Also wir wussten das mit dem MEK nicht, also das mobile Einsatzkommando, das war schon Hessens geilste Überwachungspolizei. Diese MEK-Fahrzeuge, die wurden immer in unserer Nähe abgestellt. Da auf diesem Gerichtsgelände sind ja eine Menge Parkplätze, das war am Wochenende. Und da darf man auch parken am Wochenende. Und da wurden dann immer irgendwelche Fahrzeuge abgestellt, die Leute sind dann ausgestiegen und weggegangen. Und wir haben immer schon gedacht, jetzt kommen sie, und sie kamen aber nie. Und was wir eben nicht wussten, das waren immer diese MEK, mobiles Einsatzkommando-Leute, die das Auto da so abgestellt haben, dass sie uns ohne im Auto zu sein, überwachen konnten. Aber wir haben immer gedacht, das sind jetzt irgendwelche Besucherinnen von irgendwelchen Leuten, die hier wohnen. Also wir haben echt keinen Verdacht geschöpft. Warum auch? Wir hatten ja eigentlich auch nichts vor. Ne? Also es war uns ja egal, die sollten ja kommen. Also in dem Moment, wo du willst, dass die kommen, bist du ja nicht vorsichtig. Also es war eine absurde Situation, wir waren völlig frustriert. Aber offensichtlich waren die auch sehr frustriert, dass nichts passierte. Und um 2.47 Uhr haben sie uns einfach gehen lassen. Es gab keinen Befehl mehr, uns zu folgen. Also, kleiner Tipp. Wenn ihr demnächst mal was in die Luft sprengen wollt oder sowas, vorher 1,5 Stunden Federball spielen. Dann haben sie keinen Bock mehr auf dich. Also beide Seiten waren zu diesem Zeitpunkt sicherlich einigermaßen schlecht gelaunt. Wir sind dann noch Containern gefahren, hat auch nichts Tolles. Also die Laune hob sich nicht. Und dann sind wir den R7, fahren wir ja dann immer Richtung Sasen, also das Wiseckauer raus. Und jetzt passiert, die Polizei ist erstmals überhaupt, kümmert sich nicht um uns, so unser Eindruck. Was haben wir falsch gemacht die letzten Monate? Und die Polizei auch ziemlich frustriert. Und jetzt, wir fahren einfach Richtung Sasen und in der Polizei passiert jetzt etwas sehr, sehr merkwürdig. Sie überlegen sich jetzt, wie sie damit umgehen und denken sich, ach scheiße, wenn die keine Aktion machen, dann denken wir uns die aus. Und um 3.01 Uhr gibt es einen, habe ich jetzt nicht alles hier drin, einen Festnahmebefehl. An diese ganzen Polizisten, rundherum hatten die ganz viele Streifenwagen gestellt, damit wir auf keinen Fall entkommen. Und jetzt gibt es den Befehl, uns zu suchen. Und für diese Streifenwagen, das konnte man hinterher feststellen, wussten auch nicht, dass alles frei erfunden war. Die wähnten sich jetzt also auf so einem halben Antiterror-Einsatz und fuhren los. Und sie kriegten ja auch noch die Info, dass wir entwischt sind. Was sind wir für raffinierte Terroristen? Kurz vor Reiskirchen stellten sie uns auf so einem blöden Feldweg, Autos von allen Seiten, Festnahme aus den fahrenden Autos, die dann in der Mitte zusammenkrachten. Dieser Ton ist natürlich gelogen, weil es war ja keiner mehr im Auto drin, der hätte bremsen können. Also ist es eigentlich nur der Aufprall. Der Fahrer ist aus dem Auto gesprungen. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, wir haben da die ganze Zeit Federball gespielt in der heißen Zone. Es ist nichts passiert. Und jetzt passiert sowas. Du verstehst nichts mehr. Selbst wir zu dem Zeit 2006, da war schon ziemlich viel passiert. Wir waren schon relativ abgebrüht. Aber das war jetzt so ein bisschen so. Wir wurden getrennt, weggefahren. Also es war wirklich so eine Antiterror-Nummer. Und tatsächlich verschwand ich für einige Zeit im Knast. Diese Story wurde tatsächlich ein Weilchen aufrechterhalten. Im Nachhinein gesehen wissen wir, was sie jetzt konstruiert haben. Und das ist so schlecht konstruiert, dass ich mich immer wundere, wie viele in linken Kreisen immer sagen, die Polizei ist so gut ausgebildet, die hat es echt drauf oder sowas. Und trotzdem hat das ja erstmal funktioniert. Tatort 1. Was sollten wir gemacht haben? Wir sollten die CDU angegriffen haben. Diese vergammelte Hütte ist das Konrad-Adenauer-Haus im Spener Weg. Dort gibt es einen Vermerk der Polizei, der verwendet wird. Also die wurden ja alle, überall standen ja diese Überwachungsfahrzeuge. Und hier gibt es ein Vermerk, was sie dort beobachtet haben. Richtig dramatisch. Auf der Anfahrt zur Jefferson Street in Richtung CDU-Geschäftsstelle wurde an der Ecke eine männliche Person festgestellt. Diese war in Richtung Philosophenwald, also von der CDU weg, unterwegs. Gefährlich. Die Person wurde wie folgt beschrieben, 1,80 groß und es war um 1.46 Uhr. Diese Person werde später ich sein. Das 1,80 ist eine ziemlich deutliche Abweichung meiner tatsächlichen Größe. Und um 1.46 Uhr, wenn ihr euch noch erinnert, waren wir schon am Federballspielen. Die Polizei wusste, dass wir das nicht gewesen sein können, denn ab 1.42 Uhr werden wir beim Federballspielen beobachtet. Zweite Geschichte, eine Attacke auf das Wohnhaus von Volker Bouffier. Das ist das hier. Und auch dort gibt es die entsprechenden Vermerke der Polizei. Und hier sind die Zeiten 2.38 Uhr und 2.43 Uhr. Auch das liegt in dem Zeitraum, wo wir beim Federballspielen beobachtet wurden.
Aber der Fehler ist doch besser. Wenn wir das auf einer Karte uns angucken, wird es richtig lustig. Hier sind die Daten in den Vermerken, wo wir beim Federball spielen. Ne? 1.42 Uhr geht's los und 2.47 Uhr sind wir weggegangen. Ich habe euch die Originale gezeigt. Jetzt haben wir hier die CDU. Alle diese Daten liegen in dem Zeitraum. Aber die CDU ist ja 1,5 Kilometer weg. Jetzt können die ja noch sagen, naja, davon wussten wir nichts. Aber die sind ja so schlecht, dass die Nummer bei Volker Bouffier nochmal 1,5 Kilometer entfernt auch die gleiche Zeit ist. 3 Minuten später soll ich 1,5 Kilometer entfernt 23 Graffitis angebracht haben schon. Mit so einem Unsinn gehen die dann vor Gericht, dann gab es den Haftrichter. Das ist der Antrag auf Unterbindungsgewahrsam. Da finden sich jetzt tatsächlich diese Zeiten, bei denen ich immer beim Federballspielen war. Aber wenn der Richter auch nur einmal sich das durchgelesen hätte, wären ihm nicht nur aufgefallen, dass das untereinander nicht stimmen kann. Diese beiden Zeiten schließen sich ja aus. Aber wenn man diesen Text durchliest, müsste eigentlich schon beim Lesen auffallen, dass dieser Text irgendwie spinnert ist. Nämlich dieser Satz. Es seien zwei männliche Personen, beide dunkel gekleidet, eine davon mit weißem Kapuzenpulli. Das ist schon eine starke Formulierung, finde ich so. Es hat ja nichts geholfen. Ich kam dann in diese Justizvollzugsanstalt. Interessant war dann später, wer war eigentlich involviert? Wer wusste Bescheid? Dieser Haftrichter, das war jetzt der Herr Gotthardt, vorher ist er selbst Kopf gewesen, wusste Bescheid. Das ließ sich nachweisen. Der hat ja diesen Unterbindungsgewahrsamsantrag bekommen. Und in diesem Antrag war eine Formulierung drin, aus der man erkennen konnte, dass ich observiert worden bin. Und da hätte er nachfragen können. Hat er das nicht gecheckt oder ist er von der Polizei informiert worden, er möge das bitte mir nicht sagen? Und da der wohl ein bisschen dement ist, hat er sich darüber ein Vermerk gemacht. Das ist das Ding, wo drin steht, es wurde festgestellt, wo also die Observation zu erkennen ist und er schreibt mit seiner Handschrift daneben nicht sagen. Also vollkommen eindeutig, dieser Typ hat genau gewusst, dass alles gefaked war. Und hat trotzdem mich in den Knast geworfen. Das ist Rechtsbeugung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung. Unter 10 Jahre kommst du da nicht weg. Es sei denn, man ist Richter oder Polizist. Jetzt kommt das übliche Spielchen. Am nächsten Tag die Lügen, wo die erzählen, was da alle für Aktionen gemacht wurde. Also die halten jetzt diese Geschichte erstmal durch. Aber diese Presseinfo der Polizei hat eine Besonderheit, nämlich die Zeit. Seit wann arbeitet die Pressestelle um 18.18 Uhr? Denkt sich ein Journalist der Gießener Allgemeine, der eindeutig gegen uns eingestellt war, und macht in seinem Wochenendkommentar sich einen Spaß daraus, dass er das herausgefunden hat. Nämlich, dass diese Presseinfo nicht von der Gießener Polizei kam, sondern vom Schreibtisch von Volker Bouffier aus Wiesbaden. Das ist natürlich nicht gut für den Volker Bouffier. Am nächsten Morgen, ganz früh morgens, steht auch der Polizeipräsident von Mittelhessen im Vorgarten mit Volker Bouffier zusammen. Später haben die gesagt, das sei ein zufälliges Zusammentreffen gewesen. Ja, das glaube ich auch. Am Sonntagmorgen. Stück für Stück wird die Sache aufgeregt. Ich sitze noch im Knast, da veröffentlicht die Frankfurter Rundschau, dass das mobile Einsatzkommando eingesetzt wurde gegen Kritiker von Bouffier und dass das ja wohl ein bisschen komisch ist. Dann mischt sich das Bundesverfassungsgericht ein und sagt, also Moment mal, das muss jetzt erstmal überprüft werden und solange kommt der wieder frei. Nach einer Woche werde ich wieder entlassen und die Vollstreckung wird ausgesetzt. Und dann vergeht relativ viel Zeit. Wir organisieren Akten, das hat lange gedauert, bis wir ziemlich viel haben und uns denken, boah, was ein krasser Skandal. Da muss ja wohl Bouffiers Kopf eigentlich rollen. Dann gibt es noch einen drauf, nämlich das Oberlandesgericht beschäftigt sich irgendwann mit dem Fall. Höchste Instanz, jetzt sind wir raus aus Gießen und das Oberlandesgericht guckt sich mal an, wie das mit den Zeiten und so ist und stellt fest, erstmal, das war alles rechtswidrig. Dann stellen sie fest, dass das mit den Zeiten doch gar nicht stimmen kann. Und hauen dann den Gerichten ordentlich einen rein, was das Amtsgericht zu seiner Annahme veranlasst, bleibt im Dunkeln. Das finde ich eine ziemlich ungewöhnliche Formulierung. Dann später, da das Instrument des Gewahrsams während der Nazizeit äußerst massiv missbraucht wurde, sollte es durch die Tatbestandsmerkmale unerlässlich und unmittelbar bevorstehen, rechtlich unmöglich gemacht werden, dass die Vorschrift zu einer Ermächtigung zum sogenannten Vorbeugegewahrsam, früher Schutzhaft, ausgeweitet wird. Diese Voraussetzungen lagen hier von Anfang an sämtlich nicht vor. Man kann in Gießen, ohne eine Beleidigungsanklage zu kriegen, Polizei und Justiz vorwerfen, mit Nazi-Methoden zu arbeiten. Das ist offiziell festgestellt. Trotzdem keine Chance, das irgendwie in die Medien zu kriegen. Also nichts davon taucht irgendwie auf, bis ein Zufallstreffer glatte 3 Jahre nach dem Vorgang den Skandal erst daraus macht. Was war der Zufallstreffer? 2 Redakteure von der Berliner Zeitung und Frankfurter Rundschau, die haben ja immer sehr eng zusammengearbeitet, Matthias Thieme und Pitt von Wegenberg, schreiben ein Buch über Roland Koch. Titel: Ausgekocht. Das Buch ist fast fertig, soll in Druck gehen. Da tritt Roland Koch zurück. Das Desaster für die beiden Autoren.
Jetzt wird diskutiert bei der CDU, wer wird denn der Nachfolger, und sie entscheiden sich für Volker Bouffier. Daraufhin überlegen diese beiden Autoren, dann müssen wir das Buch umschreiben und machen ein Buch über Koch und Bouffier. Und wir brauchen irgendeine unveröffentlichte Skandalstory über Bouffier. Die Frankfurter Rundschau hatte damals schon sich die Akten angeguckt und hatte entschieden, den Fall nicht in die Zeitung zu bringen. Sie haben das auch ganz klar so formuliert. Also sie weisen gern mal auf das schwarze Schaf in der weißen Herde hin. Aber wenn alle schwarz sind, das würde man in deutschen Zeitungen nicht bringen, weil da wären ja alle weg. Also hier gibt es ja überhaupt niemanden mehr, der übrig geblieben wäre. Alle Richter und Richterinnen und, also wer war da alles beteiligt? Ne? Die Polizeispitze, alle wären weg gewesen, wenn das veröffentlicht worden wäre. Also haben sie gesagt, nee, machen wir nicht. Aber sie hatten den jetzt. Und jetzt ging es um das Buch. Kapitalismus ist natürlich noch wichtiger als Herrschaft. Und um das Buch zu verkaufen, haben sie dann diese Story in dem Buch verwendet und die zum Aufhänger gemacht. Riesen-Stories, ganzseitige Zeitung, doppelseitige Sachen in der Frankfurter Rundschau. Muss Bouffier zurücktreten? Kann er nicht Ministerpräsident werden? Sie haben einen Skandal versucht aufzubauschen, der nicht da war, aber es ist ihnen nicht gelungen. Die anderen haben nicht mitgezogen. Trotzdem führte das dazu, dass die SPD damals noch in der Opposition mit ihrer innenpolitischen Sprecherin Nancy Faeser nachgefragt hat, was denn da dran sei. Und dann hat die CDU, sagen wir lieber nichts zu. Und dann haben die sich untereinander behakt. Ich spielte da keine Rolle. Für mich hat sich niemand interessiert. Aber die selber fingen sich dann an zu behaken. Währenddessen gab es dann doch Ermittlungen. Da kam dann dieses LKA-Gutachten erst im Jahr 2009. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hat das gemacht, weil ja die Staatsanwaltschaft Gießen vollständig drin war. Die war ja völlig befangen. Wurde die Staatsanwaltschaft Wiesbaden beauftragt, das zu machen. Und als sie diese Gutachten vom LKA gesehen haben, wurden ganz schnell alle Akten geschlossen. Auf keinen Fall ein Verfahren. Da stand unter anderem drin, dass es noch viel, viel mehr Straftäter gegeben hat, als ich vermutet hätte. Es wurde dann alles eingestellt. Das ist dann wieder so ein FR-Artikel. Keiner war schuld. Und das las ich dann in der Einstellung, es fehlt hier insbesondere dem erforderlichen, bewussten Rechtsbruch. Also die können Recht brechen, wie sie wollen, die können immer nur sagen, ich hab's nicht gewusst. Wobei dieses Nicht-Sagen ja eindeutig beweist, dass der es ganz klar wusste. So wurde diese Geschichte dann so schnell wieder beerdigt, wie sie plötzlich im Jahr 2009 dann nochmal aufploppte. Aber wir hören uns trotzdem nochmal den parlamentarischen Geschäftsführer der CDU an, wie der findet, dass es auch völlig richtig ist. Also es gibt einfach Menschen, die darf man einfach wegsperren. Niemand stellt in Abrede, dass er 4 Tage inhaftiert war und dass dafür in diesem Fall keinen Grund gab. Das wird überhaupt nicht bezweifelt. Was wir aber auch sagen, ist, dass sich hier die Opposition vor den Karren eines Anarchisten spannen lässt. Die darf man nicht an die Wand stellen. Das war schon immer so. Weg von dieser Repressionsscheiße, nochmal wieder in Kreativaktivismus und jetzt die zweite Phase der Agrogentechnik, und da war Gießen wirklich einer der Hauptauseinandersetzungsorte. Diese Fläche gibt es so nicht mehr. Das ist jetzt der neue Campus zwischen Phil 1 und Phil 2. Das war ja damals noch getrennt, jetzt ist es ja nur noch Phil. Und das ist jetzt eine riesige Baustelle. Damals war das eine Versuchsstation der Uni Gießen, Pflanzenzüchtungsinstitute. Und auf dieser Fläche gab es immer hunderte von Versuchsfeldern. In dem Jahr 2006 nur noch eins. Das ist alleine schon ziemlich interessant, wie die Gentechnik auch Forschung vertreibt, weil du dann dort, wo so ein Gentechnikversuch gemacht wird, keine anderen Sachen mehr machen kannst, weil das ja alles verfälscht. Das ist jetzt über einen Zaun hinweg fotografiert, in der Mitte der Fläche gentechnisch veränderte Gerste. Es gibt Krach um ein Gengerstenfeld. Das ist gerade mal 10 Quadratmeter groß. Es steht an der Uni in Gießen und es ist ein Versuchsfeld. Es gibt ja schon lange Streit um Gentechnik. Heute gab es dort eine Mahnwache und bei dieser Mahnwache wurde es urplötzlich ziemlich rabiat. Es sollte eine friedliche Mahnwache gegen Gentechnik werden, doch um 15 Uhr heute Nachmittag plötzlich der Übergriff. 10 Aktivisten erstürmen das Gengerste-Versuchsfeld und rupfen die Pflanzen aus. Schnell gestoppt von der Polizei. Das Versuchsfeld ist heiß diskutiert. Die Gentechnik-Gegner befürchten, dass die Forschung an der Uni Gießen den Einsatz von Gengetreide beschleunigen könnte. Denn geforscht wird zurzeit fast ausschließlich für Profit und überhaupt nicht dafür, dass das Leben der Menschen besser wird. Auf diesen 10 Quadratmetern wächst sogenannte transgene Gerste aus den USA. Sie ist resistent gegen einen bestimmten Bodenpilz, der Wurzeln faulen lässt. Das war 2006. Wegen der Aktion habe ich dann übrigens meine längste Gefängnisstrafe kassiert in meinem bisherigen Leben, ein halbes Jahr. Mit so einer Begründung sind zuletzt Feldbefreier in Gießen zu halbjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch, Jack. Überregional kam der Gentechnikwiderstand in dieser Zeit erst so richtig in Gang. Das wichtigste Jahr war 2008.
In diesem Jahr gab es verschiedenste kreativ-aktivistische Kreise, unter anderem hier halt Gießen, die gesagt haben, jetzt machen wir mal ein richtig starkes Jahr. Was häufiger passiert, dass wir eigentlich in allen Themen unterwegs sind, aber wenn sich irgendwo mal andeutete, das war ja später mit Verkehrswende in Gießen auch so, da können wir mal gewinnen, dann hauen wir auch richtig rein. So war es hier. Und dann immer auf so einem hohen Level. Das hier war zum Beispiel ganz am Anfang des Jahres 2008. Wir verteilen eine Massenzeitung und machen Aktionen in Berlin beim Bundesverband der Pflanzenzüchter und bei der FDP und so Kletter- und Blockadeaktionen und kündigen an, 2008 auch Deutschland wird gentechnikfrei, so oder so. Entweder machen die es freiwillig oder wir machen das. Von den NGOs oder den Grünen, die auch gegen Gentechnik waren, wirst du für sowas angegriffen. Hey, wir müssen seriös bleiben, das ist doch völlig übertrieben, das kann man doch gar nicht schaffen und so weiter. Aber dann kam eben das Jahr 2008. Das verlief ziemlich interessant. Das sind verschiedenste Aktionsorte und 7 davon sind besetzte Genfelder. Wir haben tatsächlich 7 Feldbesetzungen hingekriegt. 2 davon die Uni Gießen, in Gießen nämlich, und die haben noch eine Forschungsstation in Groß-Gerau. Wir haben bei den ersten Besetzungen immer gewonnen und dann konnten die Leute das Feld verlassen. Also der Versuch wurde abgebrochen. Hier in Gießen war eben dieses Gengerstefeld. Das ist jetzt auch wieder auf der Fläche, aber wir sind 2 Jahre später. Und jetzt haben wir das vor der Aussaat besetzt und haben da gestanden. Natürlich, ihr ahnt es, hatten wir auch unseren Song dabei. Früher Abend, die Aktion war riskant. Schon seit Mitternacht hing ich am Plattformrand. Bei jeder Wanne, die vorüberfuhr, hob sich die Laune. Auf einem Fahrrad kam der Wachschutz daher und er sagte, ich verhafte dich sehr, doch ich lachte und sprach, hier oben kriegst du mich eh nicht. Ein Turm im Genfeld, der ist immer dabei, denn es ist früher. Und was ist schon dabei? Die Vögel singen und es duftet nach Schnee, wenn ich träume. Ein Turm im Genfeld, zwischen Lockons und Klosuchscheinwerfer. Leuchten mir sowieso ein Turm im Genfeld, machen wir irgendwo ganz alleine. Und so weiter mit ein paar mehr Strophen. Können viele Leute einfach so mitsingen? Da das ein bisschen außerhalb war, wir versuchen ja immer sehr stark so in die öffentliche Kommunikation zu kommen, gab es dann verschiedenste Aktionen vom Seltersweg-Demos daraus. Die kamen dann da bei dem Feld an. Die haben immer versucht, uns zu isolieren, indem sie den Zaun wieder gepflegt haben. Jede Nacht wurde der wieder geöffnet, damit Menschen zu uns hinkommen konnten. Es gab eine Gegenaussaat, also das ist ja ein Gerstefeld gewesen. Und dann wurde andere Gerste da eingesät, um das Versuchsergebnis zu verfälschen. War ja immer noch die Gefahr, dass wir dann dort geräumt werden. Gerste ist die erste landwirtschaftliche Pflanze, die ausgebracht wird, sehr früh im Jahr, also Sommergerste. Das führt dann dazu, dass wenn du das Feld vor der Aussaat besetzt, es auch mal so aussieht. Ist alles im gleichen Jahr. Aber entscheidend ist einfach, dass diese Dinger da stehen bleiben. Das war einfach eine sehr, sehr geile Geschichte, diese Besetzungen. Da kann man auch noch mal gute Eindrücke von kriegen. Die ganz große Zeit der Umweltaktivisten ist doch eigentlich vorbei, oder? Wer demonstriert denn noch gegen Landebahnen oder Atomkraftwerke? Hier in Gießen habe ich aber ein paar Leute entdeckt, die das anscheinend noch machen. Und hier geht es anscheinend um Gentechnik. Worum genau, das schaue ich mir jetzt mal an. Erstmal hinkommen vor lauter Schlamm. Mitten auf dem Versuchsfeld der Gießener Uni hat es sich ein Häufchen Gengegner, sagen wir mal, gemütlich gemacht. Zur Begrüßung gibt's für mich ein Stückchen Möhrenkuchen. Seit einer Woche campen die Aktivisten hier. Ihr Motto, weg mit dem Gendreck. Warum seid ihr hier? Also die Fläche, auf der wir sitzen, ist ein Genversuchsfeld. Hier wird seit 2006 transgene Gerste angebaut. Und nachdem es 2 Jahre lang angegriffen wurde, nach der Aussaat, teil oder ganz zerstört wurde, haben wir gesagt, dieses Jahr, darauf wollen wir gar nicht hoffen, dass wieder irgendwelche Leute es kaputt machen. Wir besetzen es vorher. Der Versuch fängt gar nicht erst an. Jörg Bergstedt, in Gießen bekannt wie ein bunter Hund. Besonders Polizei- und Justizbehörden bringt der Ökoaktivist mit seinen Aktionen gerne mal auf die Palme. Seit Jahren kämpfen er und seine Freunde auch gegen die gentechnischen Freilandversuche der Gießener Uni. Sabotage und Provokation gehören zum Handwerk. Also ich fühle mich hier recht wohl und lässt sich eine Weile aushalten, bis dass die Polizei einen dann vielleicht runtergeholt hat. Diese Aktion geht direkt ran, erregt
Die Leute sind richtig erregt teilweise. Es beschimpfen uns auch welche. Letztendlich ist das ein Effekt, den ich haben will. Es geht ihnen offensichtlich nahe, ich komme in Diskussion. Und das ist der Hauptzweck. Nicht nur, dass wir das hier verhindern, sondern dass wir eine Diskussion anzetteln, dass hier in Gießen sich Leute auch zeigen und auch Protest zeigen und sich selber auch mehr Mut haben. Die Methode funktioniert erst. Gestern musste die Uni ein Versuchsprojekt auf einem anderen Feld wegen Bürgerprotesten beenden. Und mein Besuch beim Unipräsidenten zeigt, langsam sind die Wissenschaftler genervt. Also eine sehr fundamentalistische Diskussion, ja, die Nutzen und Schaden eigentlich nicht mehr abwägt, ja. Und wo man natürlich auch sehen muss, und das ist durchaus eine Erwägung, die Universität Gießen ist natürlich mit ihren agrarwissenschaftlichen Forschungen im internationalen Wettbewerb und dort sind diese Diskussionen teilweise unbekannt. Den Aktivisten ist das egal. Sie wollen das Gießener Feld weiter besetzen, bis die Uni sie verjagt oder auf Freilandversuche mit genmanipulierten Pflanzen verzichtet. Also das eskalierte noch ziemlich lange so weiter, überregional auch. Die andere Seite versuchte auch ein bisschen dagegen zu halten. Die haben ja immer gesagt, wir seien so unglaublich unsachlich und sie seien so wissenschaftlich fundiert. Das hier ist eine Demonstration der Gentechnikbefürworter. Man sieht das gehobene sachliche Niveau. Das sind Hooligans aus Helmstedt, die bezahlt worden sind dafür, da zu stehen und diese Schilderchen hochzuhalten. Da sind schon sehr witzige Sachen passiert. Die waren wirklich stark verzweifelt, weil sie irgendwann mal merkten, dass sie auf die Verliererstraße geraten. Ein Professor aus Bern, also das, die deutschsprachigen Zusammenhänge, also Österreich, Schweiz und Deutschland, die haben sehr viel so zusammen gemacht, die Lobbystrukturen. Ein Gentechnikprofessor aus Bern hat zum Beispiel irgendwann mal die Lage dieser Millionen gefütterten, polizeibewachten Gentechnik-Leute mit der Lage der Juden im Dritten Reich gleichgesetzt. Wer so einen Scheißdreck labert, meint das ja nicht ernst. Der steht auch nicht mit dem Rücken zur Wand, sondern ist da schon 10 cm drin. Das ist ein Verzweiflungssatz. Und sowas gab es dort ziemlich viel. Es kam dann zu einer Entwicklung, es gab immer mehr Bewachung und es gab die absurdesten Auseinandersetzungen zwischen bis heute unbekannt gebliebenen Leuten und dem Versuch, solche Felder zu bewachen. Im Jahr 2011 ist dann das letzte Jahr quasi gewesen. Da gab es nur noch zwei Flächen in Deutschland, eine in der Nähe von Magdeburg, eine in der Nähe von Rostock. Auch die Gießener Felder waren dort. Das wurde quasi gemeinschaftlich bewacht, riesige Anlagen mit ganz vielen Feldern drauf und Hightech-Bewachung. Im Jahr davor hat es mehrere Überfälle gegeben, da waren dann ganz viele Wachschützer und Hunde und alles Mögliche in diese Geschichten verwickelt und es hat trotzdem nichts geholfen. Und im Jahr 2011 war die Taktik dann umgestellt. Es gab weniger Bewachung, aber es gab Polizeiübungen mit Hubschraubern, Spürhunden. Die Idee war, die Anlagen nicht mehr zu verteidigen, sondern sie überlegten sich wahrscheinlich, als solche Art von Protest, da gibt es nicht viele Leute, die so etwas machen können. Deutschland ist eigentlich ein langweiliges Land, wo man auf Latschdemos geht oder sowas, aber sich nicht Know-how aneignet. Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen diese Leute einfach mal fangen. Und deshalb haben die umgestellt und es gab viele Fehlalarme, deshalb wissen wir das, weil wir sind auch zum Beispiel, als das Gießener Feld dann umzog, weil es hier ja mal kaputt gemacht wurde, umzog nach Rostock, haben wir gesagt, wir müssen dem hinterher, wir können diese Leute nicht allein lassen, haben ganz viel Ausbildung dort gemacht in den Dörfern östlich von Rostock. Dadurch diese ganzen Nachbarn kennengelernt und die haben uns das dann immer erzählt, wie viele Fehlalarme es gibt und dass sofort die Polizeihubschrauber da waren. Das sind eigentlich die, die irgendwelche Ertrinkenden aus der Ostsee retten sollen. Hier kämpfen sie für die deutsche Gentechnik. Dann kam allerdings der 9. Juli 2011 und das Feld in Rostock wurde kalt gemacht von bis heute unbekannt gebliebenen Leuten und keine Polizei konnte leider Bescheid gesagt werden, weil die Funknetze ausgefallen waren. Und weil die ganze Sicherungstechnik und alles versagte. Sie reagierten dann ein bisschen langsam drauf. 48 Stunden später passierte das Gleiche mit dem zweiten Standort in Magdeburg. In diesem Jahr, das ist aus den Akten dann später zu ersehen, haben dann die Konzerne, das sind ja alles weltweite Player, gesagt, wir verzichten jetzt auf Deutschland, da setzen wir uns nicht mehr durch. Und die einzigen, die dann noch irgendwie Ehrgeiz hatten, das weiterzumachen, war die deutsche Polizei. Weil die haben ja null Ermittlungserfolg gehabt, das hat die ziemlich genervt. Und deshalb haben die das letzte Feld in Deutschland angelegt, 2012, ein Fake-Feld in der Magdeburger Börde in Gattersleben, getarnt als BASF-Feld. BASF hat das Spiel mitgemacht, als Falle, um diese Leute zu fangen. Und das Absurde, dieses Feld wurde tatsächlich überfallen, kaputt gemacht und alle Fallen haben versagt. Diese Leute, die das da hingekriegt haben, bis heute unbekannt, müssen irgendwie entweder ungemein gut drauf sein oder es sind eine Menge von Dingen, die nicht wirklich in Erwägung gezogen wurden, die vielleicht auch noch eine Rolle spielen. Wie auch immer,
Im Jahr 2012 war damit Deutschland agrogentechnikfrei. Und ich habe jetzt natürlich einiges geplaudert, so aus den Innereien von diesen Überfällen auf diese Felder. Und Leute könnten natürlich denken, das kann ich ja nur wissen, wenn ich dabei war. Nein, das ist nicht so. Die Sache ging so, dass nach 2011 ich wieder überwacht wurde, weil sie irgendwie so dachten, irgendwie müssen wir mal rausfinden, wer hinter sowas steckt. Und wenn du überwacht wirst, wenn sie rauskriegen, dass du das warst, dann bist du natürlich im Knast, hättest aber auch Akteneinsichtsrecht, nützt dir nur nichts. Wenn sie aber nichts herausfinden, also eher herausfinden, dass du nichts damit zu tun hast, weil du dich geschickt verhältst oder wirklich auch nichts damit zu tun hast, dann hast du auch Akteneinsichtsrecht. Du kriegst eine Mitteilung, dass du überwacht worden bist und hast Akteneinsichtsrecht. Aus dieser Akte stammt dieses Wissen. Möglicherweise habe ich es auch noch als Täter. Das werde ich euch nicht verraten. Tatsächlich habe ich dann diese Akte gekriegt. Das war der Brüller. Also das macht so viel Spaß. Also kein Tatort kommt da dran. Diese ganzen Vermerke zu lesen, die Vernehmung der Wachschützer oder sowas und im Detail mitzukriegen, wie die Polizei verzweifelt versucht hat, irgendwie diesen Leuten das Handwerk zu legen und so fulminant gescheitert ist. Und was die sich alles ausgedacht haben, Gänse angesiedelt rund um diese Felder, damit die anschlagen, wenn sich da jemand leiht. Und was die sich wieder ausgedacht haben, die Aktivistis, das trotzdem hinzukriegen, das ist einfach so geil. Das mussten wir für die Nachwelt aufbewahren. Wenn du überwacht wirst, dann ist ja eine Menge Kollateralschaden. Das war alleine schon lustig. Also so Repression hat immer auch die Seite, dass man mit der politisch arbeiten kann. Und so wurden ja meine ganzen Telefonate abgehört. Das ist dann schon ganz witzig. Also ich habe dann viel, also gerade in Bayern war der Widerstand ja ziemlich stark. Und dann redest du mit bayerischen Bäuerinnen und Bauern. Und dann versuchen die, diese Telefonate abzutippen. Bayerisch in Schriftdeutsch zu bringen. Das ist ja schon relativ witzig. Aber das Interessante ist natürlich, du kopierst jetzt diese Telefonlisten und schickst die den Leuten zu, mit denen du telefoniert hast. Und die rasten total aus. Lauter Journalisten dabei, von der Frankfurter Rundschau und so wieder. Weil eben damals diese Bouffier-Geschichte da war. Und unter anderem habe ich in dieser Bouffier-Geschichte, in der Federball-Affäre, eben auch mit Nancy Faeser gesprochen. Und das Telefonat wurde abgehört. Die findet es natürlich nicht schlimm, dass ich abgehört wurde. Aber dass sie abgehört, der Hessische Landtag hat sich hochoffiziell distanziert von dieser Aktion und hat den sachsen-anhaltinischen Behörden einen reingehauen. Also das ist schon sehr witzig, was man mit sowas dann anfangen kann. Aber wir dachten, das müssen wir der Nachwelt halt mal erhalten und haben diese gesamte Akte in einen Roman umgebaut, der zu einer fiktiven Technik, zu einer fiktiven Zeit spielt, aber es ist alles real. Gibt es auch als E-Book und so weiter. Man lernt auf eine amüsante Art auch viele Aktionstechniken kennen. Naja, ihr ahnt schon, diese Kreativzusammenhänge, die sich da in Gießen häufig ja als allererstes ganz viel Know-how angesiedelt haben, stecken hinter sehr, sehr vielen Sachen. Wer zum Beispiel sich anguckt, wem das Backgroundhaus der Hambacher Forstbesetzung gehört, also wo die Leute erstmal hingezogen sind, um von dort aus den Wald zu besetzen, stößt auf uns. Der Dani, die Besetzung des Kelzerbacher Waldes. Überall findet man sehr viele Spuren dieses Know-hows, was in Gießen da ist. Und sehr viele aus Gießen sind dann immer wieder auch weggegangen, weil diese Stadt ist ja nicht besonders reizvoll. Die verlässt man dann auch mal ganz gerne und zettelt woanders irgendwelche Sachen an, wie eben beim Hambi, wo ja geile Sachen passiert sind, die auch schon wieder ein bisschen verloren gegangen sind. Man denke an diese 3-Tage-Tunnel, der dort irgendwann mal gehalten hat. Ende Gelände. Eine Großaktion, das sind nicht unsere Formate. Also wir sind ja Spezialisten und Spezialistinnen, diese Kreativaktivistis, die mit wenigen Leuten enorme Effekte erreichen können. Aber selbst hier, 2015, die erste große Ende-Gelände-Aktion, wo die da in den Tagebau in Garzweiler reingegangen sind, hätte es nicht gegeben, ohne die Hand da mit drin, hier aus Gießen. Da war nämlich eine große Autobahn dazwischen, zwischen dem Camp und dem Tagebau. Und diese Autobahn auf so einem Riesendamm war der Schutzwall quasi, den die Polizei verteidigen wollte. Das war völlig klar. Das hatten wir auch am Abend vorher subversiv. Da sind wir da so wieder inkognito so ein bisschen mit der Polizei ins Gespräch gekommen, als Touris oder sowas, um das herauszufinden. Das war alles nicht die offizielle Planung von Ende Gelände, sondern das waren wir wenigen, die da waren. Und dann war uns klar, diese Autobahn wird diese Aktion verhindern. Und dann haben wir nachts organisiert. Und das ist jetzt ein Bild vom Polizeihubschrauber am nächsten Tag. Eine Brücke und da hängen Leute. Das ist die erste richtig bekannte Abseilaktion 2015. Sperrte diese Abseilaktion die Autobahn, sodass man überall einfach rüberlaufen konnte. Übrigens, sowohl die Expo-Aktion wie auch diese hat nie ein Strafverfahren nach sich gezogen. Auch die ersten, als es dann mit den Abseilaktionen ganz viel losging, beim Dani hat die Staatsanwaltschaft Gießen noch gesagt, das ist ja gar keine Straftat, weil die Autobahn endet in 4,70 Meter Höhe offiziell und wir hängen immer da drüber. Wir betreten die überhaupt nicht. Und erst jetzt in neuester Zeit, wo diese Klimabewegung denen gehörig auf den Senkel geht und das Kapital sich rührte, dass die mal weggeräumt werden müssen, fingen sie jetzt dieses Strafverfahren an. Die wissen selber, dass die Behauptung, dass es sich um eine Straftat handelt, gelogen ist. Aber inzwischen gibt es Verurteilungen bis zu einem knappen Jahr Haft für solche Aktionen.
Danny ist natürlich hier in der Nähe gewesen und da waren natürlich auch Gießener Zusammenhänge viel dabei. Und auch das hier, wie ich finde, die optisch schönste Aktion, eine rein Gießener Aktion. Das ist diese Blockade der IAA und es war noch nicht mal die einzige Autobahnaktion, die aus Gießen damals gemacht wurde. Also es gab mehrere Gießener Aktionsgruppen, auch welche aus anderen Städten. Aber das war immer auch eine ganz wichtige Geschichte, dass wir woanders hingegangen sind, woanders Sachen angezettelt haben, wie vor 2 Jahren auch diese Wolfsburg-Aktion, dass wir woanders mit hingehen und ein Projekt in Gang schieben. Was gab es hier noch, was man noch mal auf jeden Fall erwähnen sollte, was so Besonderheiten sind? Die Auseinandersetzung mit der Justiz, bin ich schon näher darauf eingegangen, führte zu immer mehr Know-how, auch Gerichtsverfahren oder so etwas führen zu können. Dann entdeckten wir irgendwann mal, dass Mensch nicht Anwalt sein muss, um andere zu verteidigen. Und seitdem machen wir sehr viel Ausbildung in Selbstverteidigung vor Gericht. Übrigens auch interessant, von der Mainstream der Linken in Deutschland hart bekämpft. Also diese Selbstorganisierungskreativität ist in der deutschen politischen Bewegung eine absolute Außenseiterposition. Da will man Hierarchien, da will man alles gesteuert haben, Logos setzen, Spenden einnehmen. Aber wir fanden das immer falsch und setzten immer auf diese Selbstermächtigung. Das ist eine Aktion vom Gießener Landgericht, aber wir sind an ganz vielen Orten mit dabei gewesen. Das ist zum Beispiel ein Prozess Stuttgart 21, Rathausbesetzung. Da sind mehrere Leute aus Gießen dort zu sehen. Oder sehr offensive Aktionen, ja, zum Beispiel mehrere Filme gemacht, um Justizskandale zu enthüllen. Filme, die selber durchaus strafbar sind, aber wo wir dieses Risiko immer eingehen, weil wenn sie uns angreifen würden, würden sie für diese Filme selber eine Publicity schaffen. Vor ungefähr 3-4 Jahren war ein relativ bekannter Fall der Film Ella, eine Auswertung der frei erfundenen Vorwürfe gegen diese Aktivistin im Dannenröder Forst, die aber dann trotzdem fast 2 Jahre im Knast gesessen hat. Und natürlich, wenn wir so einen Film fertig machen, dann muss das auch Spektakel sein. Das heißt, die Uraufführung findet natürlich vor dem Landgericht Gießen statt, als Demo angemeldet. Wir haben letztens einen Film über skandalöse Prozesse um die VW-Aktion in Braunschweig gemacht. Den gibt es auch noch, unter Paragraphen 2 heißt der. Den haben wir vor dem Landgericht Braunschweig uraufgeführt und der ist von der Polizei platt gemacht worden. Also nach 5 Minuten haben die diese Vorführung gestürmt, ganz normal als Demo angemeldet. Und seitdem wird jeder, auch wenn du drinnen irgendwo mal den Film zeigen willst, kommt eine Polizeitruppe und räumt das Geschehen. Aber in Gießen passiert halt relativ viele Sachen. Der Kampf von Christina Hähnel gegen den 219a, sicherlich wäre der 218 dann noch wichtigere, aber auch schwierigere, ist hier ja sehr, sehr robust geführt worden, auch mit einem sehr robusten Kampf vor Gericht. Antipsychiatrieaktionen, also hat es unterschiedliche kreative Formate so gegeben. Das war nämlich auch noch etwas, was ich eine sehr interessante Geschichte fand, dass diese viel größere Schlagfähigkeit des Kreativaktivismus da relativ gut deutlich wurde, als diese Corona-Geschichte war. Also es haben ja fast alle politische Gruppen einfach ihre Tätigkeit eingestellt, weil die keine Fähigkeit fanden, mit dieser Problematik umzugehen. Wobei die natürlich auch immer auf Masse und Latschen und Langeweile setzen. Und wir sehr, sehr schnell eine Menge von Aktionsformen entwickelt haben. Also ja tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen. Und hier in Gießen ist die Verkehrswende tatsächlich, das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, so dominant geworden, weil wir die einzigen waren, die es hingekriegt haben, Corona-kompatible Aktionsformen zu entwickeln. Und zwar richtig viele. Und wir haben aber ja nicht nur für uns gekämpft, sondern manche werden sich vielleicht nochmal erinnern, Mitte März ging das los mit Corona. Am 1.4. hatten wir uns eine Demo verbieten lassen und dann nach dem gleichen Schema ganz systematisch dieselbe Demo nochmal angemeldet, aber für 4 Tage, um den Weg bis zum Verfassungsgericht zu schaffen. Und am 16.4. schon hatten wir das Demonstrationsrecht bundesweit freigeklärt, Verfassungsgerichtsbeschluss. Davor hatten wir eine Menge von verschiedenen Aktionsformen entwickelt oder genutzt, wie zum Beispiel dieses Gehzeug. Wir haben dann so Grenzlager gebaut auf Rollen, weil es gibt diesen Paragraphen in der Straßenverkehrsordnung, dass man auf der Straße gehen muss, wenn man etwas dabei hat, was nicht auf den Gehweg passt. Und das sind Aktionen, die machst du alleine, gar nicht nach Demonstrationsrecht. Es waren ja, Demos waren grundsätzlich verboten in der ersten Corona-Phase, also sind wir nach Straßenverkehrsordnung herumgezogen. Und das war super auffällig. Und die Polizei hat immer aufgepasst, dass wir nicht auf den Gehweg gehen, weil wir durften damit nur auf der Straße gehen, nach Straßenverkehrsordnung. Das war legal. Und das haben wir dann halt viel gemacht und dann halt irgendwann mal diese Verfassungsklage gewonnen. Das war auch ein Beispiel aus Gießen und ich finde das auch immer ziemlich wichtig, dass wir Inhalt reinbringen. Wir setzen uns ja sehr viel mit letzter Generation auseinander, weil wir die zu inhaltsleer finden. In Gießen war es uns wichtig, wir haben gesagt, wir unterstützen euch nur, wenn ihr an Orte geht, die man inhaltlich vermitteln kann. Und das hat dazu geführt, dass sie sich auf der Konrad-Adenauer-Brücke angeklebt haben, die ja abgerissen werden soll und durch eine 4-spurige Straße ersetzt werden. Da haben die natürlich nur ihre langweiligen Transpis. Das ist echt schade, Riesenaufriss und wenig tatsächliche.
Die letzte Phase von Kreativaktionen in Gießen waren diese Verkehrswendeaktionen. Die laufen schon seit vielen Jahren. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Neues. Manche werden sich erinnern, das ist vielleicht 15 Jahre her, da haben wir mit dieser Kampagne für Nulltarif angefangen und sind mit Schild schwarz gefahren. Also dass du halt dann so ein Schild umhattest. Das war zunächst mal sehr unauffällig. Also wir sind da immer mit gefahren, wir haben auch große Aktionen gemacht, mit ICEs quer durch Deutschland gefahren, in der Gruppe oder so. Flyer verteilt für den Nulltarif. Bekannt geworden ist das erst durch die Prozesse. Die Repression hat immer auch diese Seite, dass sie etwas auf eine Bühne hebt. Und dann gab es in verschiedenen Städten diese Prozesse gegen Schwarzfahren. Und tatsächlich dann irgendwann, Gießen ist die Stadt, in der wir es als erstes sicher gemacht haben, dass Verurteilungen wegen Schwarzfahren mit Schild nicht mehr stattfinden. Das ist hier Standard. Du kriegst, egal wo du schwarz fährst, deine Verfahren immer an deinem Wohnort. Und wer in Gießen und mit Schild gekennzeichnet oder mit Flyer oder du machst halt einen Spruch oder so etwas, dann kriegst du keine Strafe. Die 60 Euro eventuell schon, wenn du viel Geld hast. Das ist eine Frage dessen, ob du fändbar bist. Das ist ein zivilrechtlicher Anspruch. Aber keine Strafe für Schwarzfahren in Gießen. Das sind einfach Entwicklungen, die schon so sehr interessant sind. Aber gut, es hat verschiedenste Verkehrswendeaktionen gegeben. Und der Beginn der Intensivphase, also hatte ich bei der Gentechnik auch schon erzählt, dass wir dann irgendwann mal denken, boah, hier geht was, war im Januar 2018 dieser Zettel. Wer auch immer den verteilt hat. Aber er war in allen Briefkästen und lag im Rathaus herum und so weiter. Die Stadt Gießen, das ist die damalige Oberbürgermeisterin, lud ein, 9 Tage mal den Nulltarif auszuprobieren. Der wird ja uns zugeschrieben, der Fake, das ist natürlich eine Unverschämtheit. Aber man sieht, dass diese Nulltarifskampagne eigentlich die Herkunftsgeschichte ist. Und das ist uns ja auch immer in der Ökologiebewegung etwas sehr Wichtiges, dass wir soziale und ökologische Sachen miteinander verbinden. Was uns zu Außenseitern in der Ökologiebewegung macht, denn das ist eigentlich eine Reichenbewegung. Grüne und NGOs, die kommen da mit uns durchaus nicht klar, mit unseren Positionen, dass man Soziales und Ökologisches. Wahrscheinlich werdet ihr euch alle an diese ja noch relativ neue Entwicklung erinnern können, nämlich, dass dort eine Menge von unterschiedlichsten Aktionen liefen. Dann gab es irgendwann mal diesen Moment, wo wir diesen Verkehrswendeplan entwickelt haben. Das war ein sehr wichtiger Sprung inhaltlich. Wir konnten ab dem Moment unsere Aktionen viel besser inhaltlich begründen. Das heißt, wir hatten jetzt auch ein sehr hohes inhaltliches Niveau. Irgendwann gab es dann als Teilvorschlag aus diesen vielen, vielen Vorschlägen die Auseinandersetzung um den Anlagenring. Das spitzten wir dann auch selber durch viele, viele Aktionen zu. Wir haben über Versammlungsrecht dann ja immer Straßenabschnitte in den Zustand versetzt, den wir haben wollten nach diesem Verkehrswendeplan. Also eine Fahrradstraße eingerichtet oder mal rundum grün bei Ampeln gemacht. Das geht alles mit Versammlungsrecht. Man muss gar nicht so langweilig sein. Das ist das erste Straßenfest. Am 20. Oktober 2018 riskierten wir das erste Mal, dass wir auf der Südanlage ist das, eine Versammlung angemeldet haben und gesagt haben, wir machen da mal diese Fahrradstraße draus. Das war echt spannend für uns. Wir waren ganz wenig Leute zu dem Zeitpunkt und hatten Angst, dass es eine leere Straße wird. Weil Kreativaktivisten haben keine Reichweite. Die Leute wollen eigentlich gar nicht selbst organisiert sein. Die wollen mitlatschen. Siehe diese völlig inhaltsbefreite Nie-wieder-jetzt-Demo oder sowas. Das zieht Masse, weil man sich dazu nichts bekennen muss. Das hat auch nichts mit deinem Alltag zu tun. Da gehst du mal hin, triffst deine Freunde, gehst wieder nach Hause. Das war interessant. Also die NGOs haben bei dieser ersten Aktion alle nicht mitgemacht. Die haben aber da am Rande gestanden, haben alle geguckt, wie das so läuft. Ab diesem Moment waren sie alle dabei. Am 3. Mai war dann die nächste große Geschichte auf der Neustadt und das war eine Riesengeschichte mit Friday for Future und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, Fokussierung auf den Anlagenring, ihr kennt diese ganzen Geschichten. Selbst nach dem Beschluss mussten wir noch etliche Aktionen machen. Und es gab auch so eine Schilderbrückenaktion über dem Anlagenring, um den zu sperren. Das ist noch lange nach dem Beschluss. Die kann man inzwischen nicht mehr machen, weil diese Schilderbrücke gibt es nicht mehr, weil da ja eine Fahrradstraße sein sollte. Jetzt da, wo diese Verkehrsschilder waren. Leider fahren da inzwischen Autos ohne Schilderbrücke. Dann haben wir irgendwann auch ein Ultimatum gestellt. Also es war nicht so, dass als das beschlossen wurde und dann die Kommunalwahl war, das ist ja ein demokratisch super legitimiertes Projekt gewesen. Ne? Also wenn die jetzt immer sagen, man hat die Bevölkerung nicht mitgenommen, da wird ja inzwischen ein Mythos gemacht über diese Fahrradstraße. Und die Leute glauben das ja auch, weil die Propaganda von links bis rechts im Moment gleichlautend gemacht wird. Alle labern die gleichen Lügen, unter anderem, dass die Bevölkerung nicht mitgenommen wurde. Es gab noch nie ein Projekt in Gießen, wo so viel Öffentlichkeitsbeteiligung war. Das war ein Bürgerinnenantrag. Eine Kommunalwahl hat nur zu diesem Thema stattgefunden. Die behaupten aber jetzt, dass die Bürgerinnen nicht informiert wurden. Das wird jetzt künstlich schlecht geredet.
Wir hatten aber trotzdem, auch nach diesen Beschlüssen, die hätten das nie gemacht, Politiker beschließen ständig irgendetwas und machen das dann nicht, mussten wir viel Druck ausüben. Unter anderem hatten wir dieses Ultimatum gemacht und dann am 14.05.2022 den kompletten Anlagenring in den Zustand, wie wir ihn haben wollten, über Versammlungsrecht gestellt. Das war ja ein sehr spektakulärer Tag, wo dann auf der einen Spur wirklich nur Fahrrad waren und auf der anderen Spur im Uhrzeigersinn die Autos fuhren. Das ist jetzt hier nochmal so ein Bild. Das war die Abstimmung, da haben wir dann auch viele Aktionen gemacht. Und dann gab es irgendwann den Startschuss. Und man muss sich dieses Bild auch immer nochmal wieder angucken, damit man weiß, was wir verloren haben. Also wie geil das war. Was ich aber auch sagen muss, ich finde es immer wichtig. Wir waren eine kleine Gruppe und haben es bis zu diesem Punkt gebracht. Das ist für so eine Minigruppe schon sehr spektakulär und liegt eben daran, dass hier hochkarätige Inhalte mit sehr spektakulären Aktionen verbunden wurden. Und wir haben ja am Ende dann auch verloren, weil die andere Seite sich dieser selben Mittel bedient hat. Die waren ja auch nicht viel. Die haben auch nur den Schein erhoben, dass hinter ihnen die Innenstadt steht. Wir haben ja dann nochmal diesen Bürgerinnenantrag gemacht und man konnte sehen, dass das überhaupt nicht stimmt. Also die CDU und die AfD und dieser komische Automob, den es dann ja gab, die haben ja mit einer Riesenkampagne auch nur den Eindruck gemacht. Und dann gab es diese Autos, die dann die Fahrradfahrer gejagt haben auf der Fahrradstraße. Es entstand einfach eine Situation durch relativ wenige, die richtig was losgemacht haben, um so eine Kampagne zu machen. Und was soll man sagen? Es ist genauso wie in der Migrationsfrage. Da sieht man auch wieder, dass es schwieriger ist, wenn Rot-Grün dran ist. Die CDU und die AfD machen die Power. Irgendwelche Leute hetzen Menschen mit migrantischem Hintergrund durch die Straßen und die Grünen verschärfen das Asylrecht. Der Automob hetzt die Fahrradfahrenden durch die Straßen und die Grünen reißen den Verkehrsversuch ab. Es ist immer das gleiche Spiel. Die CDU hätte das nicht machen können, die hätte es vielleicht auch nie gebaut. Aber sie hätte so viel Ärger gekriegt im Parlament, so viel Gegendruck hätte es gegeben. Aber wenn du keine Opposition mehr hast, das hätte ja wirklich so, wegen Brandmauer, es hat ja wirklich so eine große Koalition von Grünen bis AfD gegeben, die alle für die Autos waren. Das hier fand ich schon noch eine sehr, sehr geile Aktion, aber es war unsere letzte. Hier in Gießen die Blockade der Landgrafenstraße und dann war alles vorbei. Und seitdem macht Gießen ganz offen Autowerbung. Das sind grüne Kampagnen. Die haben ja mehrere Kampagnen gemacht und sie haben schon bei dem Verkehrsversuch ja versagt, indem sie eigentlich während des Verkehrsversuchs nur eine Propaganda gemacht haben, dass das für die Autos gar nicht so schlimm wird. Sie haben ja nie eine Propaganda gemacht, wie geil das für die Stadt wird. Wir wissen inzwischen ja ganz viel, ne? Also, dass da viel mehr hinter den Kulissen lief. Die Linken, aber das ist ja sowieso eine nicht handlungsfähige Truppe da im Stadtparlament und vor allen Dingen die SPD und die Grünen-Spitze um die Beton- und Kettensägenleute dort, hatten dem Alex Wright schon gesagt, wir stehen nicht mehr hinter dir. Wenn du Erfolg hast mit deinem Verkehrsversuch, werden wir das Maul halten, aber wir sind alle dagegen. Also Alex Wright wusste schon, als er das gebaut hat, dass er ganz alleine steht. Welch fataler Fehler, dass seine Taktik ja war, sich von uns zu distanzieren. Er wollte ja neutral aussehen. Und das ist sicherlich sehr dumm von ihm gewesen. Wobei wir, muss man im Nachhinein natürlich auch sagen, also wir haben die Situation auch klar falsch eingeschätzt. Ach, diese scheiß CDU-Kampagne da, ne? Die hätten wir vorwegnehmen müssen mit Kommunikationsgerilla, denke ich mir heute. Wenn wir das irgendwie mitgekriegt hätten, dass da was im Busche ist, hättest du die eine Woche vorher so richtig schlecht vorweggenommen, sodass sie die dann nicht mehr hätten machen können. Und das sind Aktionsmethoden, wo du mit wenigen Leuten tatsächlich selbst so einer CDU Paroli bieten kannst. Die juristische Schiene hättest du auch sicherlich anders abfangen können. Wenn wir es früher gewusst hätten, also ist es halt schon so, dass wir auch den Fehler gemacht haben, nach der ersten Instanz zu glauben, das ist ja so bescheuert, diese Klage, die kann ja gar nicht funktionieren. Und die Stadt hat ja nicht mal Juristen überhaupt da angesetzt. Aber natürlich hätten wir, ich habe das hinterher recherchiert, dass der Präsident des Gießener Verwaltungsgerichts genau in diesem Zeitkorridor zu dem vorsitzenden Richter der entsprechenden Kammer beim Verwaltungsgerichtshof geworden ist. Wir hätten wissen können, dass der FDPler, das ist ja ein kommunalpolitisch aktiver FDPler hier aus dem Vorort von Gießen, und die Vororte von Gießen, das sind die, die die Fahrradstraße nicht haben wollten. Die Leute in der Innenstadt, klar mehrheitlich hinter uns, das hat unser Bürgerinnenantrag 2 eindeutig gezeigt. Denkbar wäre ja gewesen, dass wir auch darauf besser vorbereitet wären. Ich weiß allerdings auch, dass ADFCler versucht haben, den Alex zu warnen und Alex absolut beratungsresistent ist. Er wollte sich selbst mit den Leuten, mit denen er eigentlich so auf der Lobbyebene noch unterwegs war, vom ADFC meinetwegen oder so, mit denen er jahrelang zusammenarbeitet, mit denen wollte er nichts mehr zu tun haben. Auch jetzt im Nachhinein, so was ich so mitkriege, er will uns nicht mehr haben.
Der habeckt jetzt nur noch rum. Der will der tollste Wirtschaftsdezernent der Geschichte Gießens jetzt nur noch werden. Der kriegt ja auch Wahnsinnsbeifall. Also FDP und CDU und der Einzelhandel, also eigentlich nicht der Einzelhandel, also die Chefetage von Gießen heißt Karstadt. Da wird die Politik von Gießen entscheiden. Mit der ständigen Insolvenzkeule gehen die rein. Also was ist das für ein Arschlochbetrieb? Und wie wichtig wäre das für Gießen, wenn diese letztendliche Einkaufsmall endlich mal zum Ende kommt? Es wäre für alle so viel besser, insbesondere für den Einzelhandel.